Jetzt haben Sie uns die letzten Tage viel und oft danach gefragt, wann es denn soweit ist und ob was dran ist. Und es wurde ja auch schon vermeintlich frühzeitig als fix vermeldet. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir hier nicht rumgeeiert haben, nur damit Sie zeitlang warten müssen und immer wieder die gleichen Fragen stellen müssen, sondern weil ganz ehrlich, an diesem Donnerstag, wo das dann viele Zeitungen vermeldet haben und andere Medienorgane aufgegriffen haben, halt einfach mal noch gar nichts entschieden war. Insofern war jede Aussage, die da fiel, allen voran, was Achim Bayerlotzer gesagt hat, richtig, auch wenn ich gesagt hatte, bei uns gibt es noch keine offizielle Anfrage. Dann war das genauso richtig. Man kann im Fußball aber Dinge auch schnell klären. Das haben wir dann von Freitag bis Sonntag getan und haben wirklich erst gestern Abend, auch nach dem Spiel, dann noch ein paar letzte Absprachen getroffen, unter anderem, wie die Kommunikation stattfinden wird, sodass ja, es wirklich kein Rumgeeiere war, sondern den Fakten entsprochen hat, dass wir einfach davor nichts sagen konnten. Und da bitte ich einfach auch für Verständnis und würde mich auch freuen, wenn das entsprechend so dargestellt wird, weil ich glaube, wir haben über 2 Jahre lang einen extrem glaubwürdigen Trainer beim Jan Regensburg erlebt, der immer offen und ehrlich war. Und er war auch in dieser Sache extrem offen und ehrlich. Also zum einen, wie es dann am Schluss dann wirklich finalisiert wurde und zum anderen auch der Weg dahin. Sie können sich vorstellen, wenn jemand so eine gute Arbeit macht wie der Achim über 2 Jahre hinweg, dann ruft nicht nur ein Club an, dann ruft er ab und an mal einen Club an. Und da waren wir immer in sehr, sehr engem Austausch und haben uns da abgestimmt. Und ich war über jeden Schritt quasi auf dem Laufenden. Und das ist alles andere als selbstverständlich im Profifußball. Und da möchte ich ihm auch immer auch Danke dafür sagen und möchte ihm gleichermaßen natürlich alles, alles Gute dafür wünschen, dass es in Köln genauso gut funktioniert wie hier beim Jan. Weil hier hat es wirklich hervorragend funktioniert.